Dir ist Beziehungsaufbau in der Schule wichtig? Bingo ist dafür eine wirkungsvolle und total leichte Methode, sowohl analog als auch digital. Lasst uns gemeinsam Geschichte und Geschichten schreiben. Hallo liebe Changewriters, schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine einfache Wiederholungsübung, die Konzentration fördert und Aktivität im Klassenraum erzeugt und die nebenher vielleicht ein kleines bisschen euren Unterricht noch versüßen kann. Bingo! Ein Spiel, was man vielleicht eher aus Hollywood-Streifen kennt, was wir aber gerne im Klassenraum einsetzen. Ihr braucht einfach nur drei Dinge. Ein Bingo-Feld, Begriffe und Gegenstände, mit denen ihr die genannten Begriffe abdecken könnt. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Schülerinnen und Schüler tragen die Begriffe in das Bingo-Feld ein. Ihr seid dann die Lottofee und nennt in beliebiger Reihenfolge die Begriffe. Die Schülerinnen und Schüler decken die genannten Begriffe ab. Und wer zuerst eine waagerechte, eine senkrechte oder eine diagonale Linie hat, ruft laut und überzeugend Bingo! Bingo ist super als Tageszusammenfassung oder Rückblick oder als ein Einstieg in ein ganz neues Thema. Bingo kann auch ein Vokabeltraining oder ein Kopfrechentraining sein. People-Bingo zum Kennenlernen. Finde jemanden in der Klasse, der oder die ein Haustier hat, Lieblingsfarbe rot oder. So lernt sich deine Klasse noch besser kennen. Die Süßigkeiten, mit denen die Begriffe belegt werden, dürfen natürlich am Ende aufgegessen werden und versüßen die Stimmung im Klassenzimmer vielleicht noch am Ende ein bisschen. Bereitet doch einen Bingo-Bogen vor mit zum Beispiel einem Bingo-Generator im Netz. Mit Begriffen, die während der Videokonferenz fallen werden. Die, die ganz besonders aufmerksam sind, werden vermutlich als erstes Bingo rufen und so bleibt die Konzentrationsspanne vielleicht ein bisschen höher während der Videokonferenz. Die Schülerinnen und Schüler sammeln die Begriffe selbst in Breakout-Sessions fürs Bingo. Und jeder und jeder kann eben kurz ein Bingo-Raster selber aufmalen. Und dann geht's schon los. Welche Varianten kennt ihr? Welche Erfahrungen habt ihr schon mit der Übung gemacht? Teilt sie doch gerne in den Kommentaren oder in unserer App mit uns. Wir freuen uns auf einen Austausch mit euch. Abonniert auch gerne unseren Kanal. Glaubt an eure Schülerinnen und Schüler. Wir sehen uns. Tschüss und Glück auf!